Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Las Vegas zu unseren vorletzten Rennen der F1 23 mit Teamkarriere mit Audi in Season Nummer 4. Und ja, wir sind bereits Fahrerweltmeister, doch im Konstrukteurskampf kann wirklich alles passieren. Wir sind nur 7 Punkte hinter Mercedes und führen da wirklich ganz, ganz knapp. Deswegen könnte heute Las Vegas eine wichtige Entscheidungsphase werden. 6,1 Kilometer, 17 Kurven, 2 DRS-Zonen und was soll ich sagen, eine Strecke, die eigentlich perfekt ist zum Fighten. Hoffentlich haben wir auch das gute und perfekte Material dafür. Jetzt geht's mal los in unsere Qualifying-Runde. Letzte Kurve raus beschleunigen, viel Schwung mitnehmen. Let's go. Unser erster Versuch, beziehungsweise das war jetzt schon mein zweiter Versuch, hat mich nur auf den 6. Platz nach vorne gespült. Aber ich will natürlich ein bisschen weiter nach vorne, weswegen ich hier alles noch einmal reinhaue. 13. konnte ich bereits im ersten Sektor finden. Wobei da ja noch ein paar Kurven geht, also da kann ich noch ein bisschen Zeit finden. Die Strecke an sich sehr, sehr schwierig, wir fahren TSC-Mittel, selbst schalten, selbst bremsen und da musst du halt wirklich auch richtig mit Gefühl umgehen. Jetzt hier zur Zielkurve, boah, da war nicht gut, da bin ich ein bisschen über den Körper drüber hinausgegangen, der war nicht so sauber. Dafür der Exit umso besser, ganz, ganz nah raus und da machen wir wirklich wieder ein paar wichtige Tausendstel gut, bis es dann runtergeht zu einer entscheidenden Haarnadelkurve. Die ist verdammt schwierig. Früh anbremsen ist meine Devise. Dann kommst du auch schnell wieder aus der Kurve raus. Der Exit war mehr als schlecht. Aber trotzdem finde ich auch immerhin hier noch ein bisschen Zeit, was mich auf Lila auf dem ersten Sektor bringt. Das ist aber eigentlich eher erwartungsgemäß. Nur im zweiten Sektor mit meinem gammeligen Mercedes-Motor, da wird es nicht reichen für Lila. Das ist mir auch irgendwie klar. Da muss ich es im letzten Sektor rausreißen und das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerade die beste Voraussetzung, denn wir haben im letzten Sektor nur diese eine Kurve hier und dann war es das wieder. Also viel, viel Full und ja, knappe 7/10 können wir hier mitnehmen. Ich glaube aber, das ist auch circa die Zeit, die mir zum ersten Platz fehlt. Mal gucken. Jetzt mal erster, zweiter, gucken wir mal die Startaufstellung an. Die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Alex Albon steht daneben. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Der Wissenschaftler, Leclerc, Gasly, Sainz, Hamilton, Oscar Piastri, Bottas, Ocon, Stroll, Perez, Russell, Theo Pourchaire, Doohan, Tsunoda, Liam Lawson, Drugovic, Magnussen, De Vries, Joe und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Es hat dann hier nur in Anführungsstrichen für den 3. Platz gereicht, weil sich Alexander Albon und Max Verstappen noch einmal verbessert haben. Aber jetzt geht's hier los, lights out und let's go. Albon mit einer komplett anderen Strategie, der ist mit dem Weißen gegangen und Verstappen deckt hier direkt Albon ab, was uns natürlich die Tür aufmacht. Da setze ich mich außen in T1 neben ihn. Ja, damit habe ich nicht gerechnet hier. Jetzt sind wir vorerst mal Erster, aber natürlich hat er hier mehr Schwung mitnehmen können. Und das wird noch einmal richtig knapp werden. Mein Teamkollege zieht da auch jetzt an uns dran. Ich muss mich in Verstappens Windschattenfenster hier reinhauen. Kann mich gerade noch so gegen meinen Teamkollegen verteidigen, der da außen natürlich machtlos ist. Und dann leider gleich den Platz zu Charles Leclerc verliert. Das war natürlich jetzt nicht gerade das Klügste. Auch hier ein bisschen verlenkt. Es ist immer schwieriger mit vollem Tank zu fahren. Und das ist wirklich, boah, das wird mir gerade richtig klar, dass ich hier, ja, mein Tempo ein bisschen anpassen muss. Denn ich bin mittlerweile zum Sekundenfenster draußen. Und ich will hier heute gewinnen. Und vor allem möchte ich so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Und ich glaube auch, dass Max heute schlagbar ist. Das ist für mich Fact. Und ich kann mir das echt gut vorstellen. Und da zieht Charles Leclerc neben uns. Ja, da war schon näher, als ich mir das Ganze gedacht habe. Und da kann ich auch nicht direkt kontern. Also da kann ich ihn jetzt nicht abcovern. Und muss jetzt hier hoffen, dass meine Pace halbwegs reicht. Bis ich dann auf der Hälfte der Geraden gemerkt habe, och, ich Idiot, habe das ERS ja nicht mal aufgedreht. Und ja, dann von dort an war es dann auch klar, warum der so schnell war. Hier immerhin jetzt mal wieder ein paar Tausendstel aufgeholt. Gucken wir uns aber mal die Start-Replay an. Das rechts bin nicht ich, das ist Alexander Albon. Ich bin der hinter Verstappen mit der Nummer 1 am Auto. Und wie gesagt, eigentlich jetzt gut laufen können, nur mein erster Run war jetzt nicht gerade der beste. Und ja, hier gibt es dann die Berührung.
da mache ich auch außen einen guten Job, kann mich da nach innen setzen, aber ja, Verstappen nimmt da so viel Schwung mit, ich probiere da auch irgendwie abzudecken, aber das ist unmöglich, da wäre es zur Kollision gekommen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit meinen Filmkollegen an, ja, der hat da halt absolut volles Risiko genommen und verliert innen, weil auch Leclerc die innere Linie gefahren ist, verliert er da direkt den Platz und das ist jetzt die Situation gegen Charles Leclerc, die wir dann auch direkt noch in der ersten Runde hatten. Und ja, Leclerc quetscht sich hier durch, da kommt es zur leichten Berührung. Aber das war jetzt eher Rad an Rad und ihr seht es auch, ich will ihn da irgendwie nicht wegdrücken oder so. Das wäre unmenschlich und das wäre auch fatal. 1,8 Sekunden, Safety Car. Das könnte jetzt sehr, sehr interessant werden, Leute. Denn das Safety Car wird eindeutig für viel Action sorgen, denn es wird ein paar geben, die reingehen, ein paar nicht. Wir haben 15 Runden zu gehen. Fehlt da der gelbe Reifen? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Muss ich auf Weiß gehen? Was muss ich gegen Verstappen oder gegen einen möglichen Undercut von Leclerc machen? Es sind viele Fragen, die jetzt gerade ein bisschen herumschwirren. Und du hast eine Kurve Zeit, um die, ja, kurz zusammenzuführen. Und dann, ja, eine Entscheidung zu treffen. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt mal das mache, was der Vordermann macht. Und das schaut auch jetzt so aus, als ob das alle machen würden. Jetzt geht Verstappen rein und entscheide mich auch ganz spät reinzugehen, denn ich weiß genau, so einen kostenlosen Boxenstopp werde ich nicht mehr bekommen. Vielleicht rechts wie in Brasilien schon. Guckt euch gerne oben rechts das Rennen an, dass wir ihn in der Box überholen, denn es kommen extrem viele rein und wir gehen spät hier auf 0,1. Verstappen bereits wieder draußen aus der Box. Das wird eng und wir übernehmen da tatsächlich die Führung in der Box. Es war eigentlich, glaube ich, ein unsafe Release, oder? Das war schon sehr knapp, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Sobald grün ist, drücke ich A und kann rausgehen. Wir haben Verstappen wieder in der Box überholt. Das ist einfach nur bitter. Zweimal in zwei Rennen hintereinander, dass ihm das passiert ist, das ist wirklich nicht schön. Schaut gerne, wie gesagt, in der Playlist vorbei, oben rechts verlinkt. Abonniert auch unbedingt gern kostenlos den Channel, dass ihr dann nichts mehr verpasst. Würde ich mich auch gerne über ein Däumchen oben freuen. Und ja, schaut auch auf TikTok und auf Instagram vorbei. Links wie immer alle unten in der Bio. Also da ist natürlich alles drin. Sodala. Aber jetzt hier dann mal im gemächlichen Mittelsektor und mit einer richtig langsamen Pace hier. Ich komme damit halt einfach nicht klar. Ich muss meine Reifen ein bisschen auf Temperatur bringen und ja, die rollen da. Das ist wirklich das Safety Car einfach viel zu langsam. Aber ist natürlich jetzt auch nicht der Job, dass der uns da die Reifen warm hält. Ich werde natürlich auch versuchen, die Reifen jetzt nicht hardcore zu überstrapazieren. Ich sollte auch die Rennleitung, glaube ich, nicht überstrapazieren mit dem, ja, jedes Mal hier vorbeifahren, probieren. Aber ich muss halt echt versuchen, so die Reifen, ja, schon eher am Leben zu halten. Und das ist natürlich, ja, machbar. Das Ding ist halt jetzt so, hat Albon die bessere oder doch die schlechtere Strategie? Das stelle ich mir jetzt auch ehrlich gesagt gerade die Frage, denn wenn Alexander Albon es gut anstellt, kann er mit den roten Reifen zum Schluss fahren? Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also wird sich der vielleicht auch irgendwie, werden die da irgendwie eine blöde Strategie machen und den da eventuell wieder wichtige Punkte verschenken. Ich hasse das natürlich, dass ich als Teamchef da nicht in die Strategieabteilung eingreifen darf, denn ich würde das so gerne machen und jetzt tatsächlich geht das Safety Car rein und alle gehen in die Box. Das ist einfach nur bitter, denn ich habe so viel Boden zu den Jungs da vor mir verloren und die warum bitte? Diese KI hat da absolut kein Hirn, wirklich. Die verlieren die volle Renndauer und ja, verlieren quasi eigentlich alle, die jetzt in die Box gegangen sind, werden auch das Rennen nicht in den Punkten abschließen. Das kann ich schon einmal versprechen. Hier setzen wir uns noch nicht, doch ganz, ganz spät an Oscar Piastris Seite. Der war noch nicht in der Box, nur zur Erinnerung. Und auch Valtteri Bottas war noch nicht in der Box und wir werden von Max Verstappen gejagt. Das ist Fakt und der war schon in der Box. Muss jetzt zwar an Piastri vorbei, okay, das ist eine sehr leichte Tat für Max Verstappen und wir müssen jetzt wirklich so schnell wie möglich an Valtteri Bottas dran oder er geht sowieso in die Box. Das ist jetzt mal, ja, sei mal dahingesagt. Jetzt hier Windschatten, boah, da war ich sehr,
zimperlich. Aber ich bin nur noch eine halbe Sekunde von Verstappen weg und habe so ein bisschen Schiss, dass da mehr passiert noch, dass Verstappen da noch näher dran kommt. Wir wissen, es ist wirklich ganz, ganz knapp. Und ja, ich weiß nicht genau, Bottas, was wird das hier? Und jetzt hier neben Valtteri Bottas, der hat die Eier und hält da drauf. Es ist sehr intens, was hier gerade abgeht. Da kann ich auch wieder nichts machen. Bottas macht das ziemlich gut jetzt in die Sphere-Kurve rein. Und auch hier hält er seine Linie, bleibt seine Linie treu. Und da ist der Exit jetzt wichtig. Ja, wir sehen auch an seinem Exit, die Reifen sind nicht mehr ganz, ganz so top. Aber warum Albon mit dem weißen Reifen schon drin war und Bottas noch so lange mit den gelben durchhalten kann, das wundert mich ehrlich gesagt doch. Also, da gehen wir jetzt nun endlich am Strip an Valtteri Bottas vorbei. Little Paris und Max Verstappen hängt sich gleich dran und denkt sich, wenn die zwei Idioten kämpfen, mach ich's ihnen gleich. Da gibt's die Berührung zwischen Bottas und Verstappen. Und da kommt tatsächlich Bottas mit dem abgelutschten gelben Reifen als, ja, noch Sieger raus und ist noch aktuell Zweiter. Das ist wirklich intens, was da hinten abgeht. Ja, da gibt es leider die Verwarnung, DRS ist jetzt erst enabled. Also deswegen haben wir uns ehrlich gesagt auch so schwer getan, die Vorderleute zu holen. Und Bottas macht da wirklich einen 1A-Job. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie gescriptet, aber Bottas hält da unnormal gut den Verstappen hinten. Wenn ich ein bisschen sauber aus der Kurve rausgekommen wäre, wäre ich sogar schon aus dem Fenster draußen. Und Verstappen ist es jetzt. Er ist jetzt an Valtteri Bottas vorbei und wir müssen uns jetzt hier wirklich beeilen. Ich möchte auch aus dem DRS-Fenster zu Verstappen raus, denn wir wissen, das kann nicht schön enden und das wird es auch nicht. Jetzt aber noch einmal hier durch diese Millimeter-Kurve durch Exit, traumhaft. Da sind wir wieder auf knappen 7 Zehntel. Und Max, du machst das ziemlich gut, aber bitte lass uns doch heute mal gewinnen. Das würde mich extrem freuen, wenn wir das Rennen gewinnen dürften. Wobei, wir hatten diese Season wirklich eine tolle Season. Ich werde auch im nächsten Video, was auch das letzte Rennen sein wird, in der aktuellen Season. Aber ich kann euch versprechen, es wird auch noch eine nächste Season geben. Die Videos sind schon in Produktion und da wird es auf jeden Fall geplant ist, dass ich die komplette sechste Season noch bis Jahresende hinbekomme. Aber ihr wisst ja, was bei Plänen kann immer was schieflaufen. Mein Computer, der hat auch die letzten Wochen sehr viele Faxen gemacht. Also seid da jetzt nicht allzu enttäuscht, wenn sich das nicht mehr ausgeht. Denn es sind 18 Tage bis, also von heute Montag 18 Tage bis Jahresende. Und wir haben eine 16 Rennen-Season, habe ich geplant. Und dann wird es echt eng. Jetzt gucken wir uns nochmal die Replays an. Fünfte Runde. Das ist jetzt während dem Safety-Car, glaube ich, war das, oder? Ja, genau, da haben wir uns ja ein paar Mal versucht. Ich weiß nicht genau, was ich davor hatte. Das war jetzt dann der Restart und das war halt echt blöd. Guckt euch die Riesenlücke an von der KI zu Bottas. Und warum Albon zum warum Albon da wirklich verflucht noch einmal genau mit dem Fluss in die Box ging, das weiß ich auch nicht. Bottas zupft da noch einmal rüber und ich habe da wirklich keine Chance, irgendwie vorbeizukommen. Da gehe ich zwar nicht mit, aber der hat da wirklich mit einem Eiermanöver richtig, richtig gut, richtig gute Arbeit geleistet. Ich bin sehr stolz auf meinen finnischen Freund. Ich vermisse die Formel 1 schon, Leute. Es ist nicht mal ein Monat her, dass das letzte Rennen war, aber von mir aus könnte es eigentlich morgen schon wieder weitergehen. Also es ist wirklich ein Sport, ja, der mein Leben aktuell ein bisschen prägt. Auch hier auf den Social Media Plattformen, ja, da klatsche ich mit dem linken Vorderreifen mal. Gott sei Dank kein Flügelschaden. Ah, ich vermisse die Formel 1, aber natürlich News und so weiter kommen weiterhin auf TikTok auch heute vor, viele Story-Sachen und auch der Bankkalender. Aber das ist nicht alles, ihr wisst ja, ich liebe es Formel 1 zu gucken und das ist dann wirklich schwierig. Jetzt haben wir einen schönen kleinen Polster zu Max Verstappen rausgefahren, mit 2,5 Sekunden sind wir jetzt mal außerhalb von der Schlagdistanz. Links unten ist auch ein kleiner Bug drin. Denn wenn man einmal respawnt zum Beispiel oder einmal in die Replay reingeht, wird direkt die komplette Map unten links rot. Ich weiß nicht warum. Und da frage ich auch kurz mal, wo ist der Teamkollege? Ich kann natürlich nichts anfangen mit 22,9 Sekunden hinter mir. Denn der könnte, keine Ahnung, Fünfter sein mit 22 Sekunden oder dann eher so 15. Also Bro, bitte, wenn ich wissen will, wo mein Teamkollege ist, dann sag mir doch bitte die Position. Das wäre cool, aber ja, ich liebe die Strecke, um ehrlich zu sein. Also, viel Hate hat sie abbekommen, aber an sich ist die Strecke wirklich genial. Sie hat viel, viel Potenzial
für Fights und auf jeden Fall hat sie extrem viel Action-Faktor mit ihren langen Geraden, mit viel DRS-Zonen. Es ist halt leider das, was die Formel 1 mit dem aktuellen Reglement benötigt. Solche Rennstrecken mit vielen Geraden, dass man eben auch viele Fights sehen kann. Jetzt nochmal zurück zum Renngeschehen hier. 4 Runden vor Schluss sind wir knappe 2,6 Sekunden vor Max Verstappen. Dahinter Leclerc, der ist aber noch nicht ganz sicher, denn der fightet schon rundenlang mit Lewis Hamilton. Mir persönlich wäre es besser oder würde es lieber gefallen, wenn Leclerc vor Hamilton ins Ziel kommt. Aber wir wissen natürlich nicht genau, wie das ausgeht. Die gehen jetzt Richtung letzter Kurve. Und ja, in Runde 15 rein jetzt mal mit Leclerc als Drittplatzierten. Das kann sich aber alles in den nächsten Runden ändern. Denn ich, wie gesagt, ich fahre hier quasi alleine. Und auch Lewis Hamilton fährt alleine. Denn ja, George Russell ist nur irgendwie 17., 16. Und da wird es noch einmal knapp. Jetzt aber mal zurück zum Renngeschehen. So, da ist es wieder gelb. Das ist ja eigentlich egal. Und jetzt springen wir mal in die letzte Runde. Denn wir konnten es schaffen. Hier letzte Kurve. 2 Sekunden sind wir dran. Doch ich hatte 2 Strikes. Komm hier zu weit drüber. Und verliere tatsächlich das Rennen, Leute. Ja, ihr habt es vielleicht richtig gesehen. Wir müssen uns das noch einmal in der Replay angucken. Bevor ich dann aufklären kann, warum wir nur Zweiter geworden sind und Max Verstappen den Sieg geschenkt bekommt, geerbt bekommt, whatever. Mann, guckt euch das noch einmal an. Hier, wir rollen hier drüber und dann gibt's die 3 Sekunden, paar Meter vor der Zieldurchfahrt. Das ist bitter. Die karierte Flagge weht und die Fans jubeln. Las Vegas hat einen Champion. Der Strip wurde erobert. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Das ist extrem bitter, Leute. Und auch weil es nur ein paar Zehntel waren, es waren 9 Zehntel oder so. Wir sind zwar jetzt mit 12 Punkten in der Konstrukteurswärme vorne, aber natürlich mit dem Sieg hätte ich fast die Konstrukteurswärme im Alleingang schon ja, in der Tasche gehabt. Das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter, wenn du so erbittert das ganze Rennen gegen einen Mann kämpfst. Hol dir die Pole, nur Dritter geworden mit ein paar Tausendstel. Hol dir den Sieg, nur Zweiter geworden mit ein paar Tausendstel. Das ist heute echt ein schwieriges Ende. Dass es so ein Ende findet, hätte ich nicht gedacht. Das ist echt bitter, Leute. Ich hoffe natürlich, dass das
in Abu Dhabi morgen besser wird. Das werde ich auch auf jeden Fall versuchen, eine bessere Leistung rauszuholen. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, dass ihr kein Video mehr hier auf dieser Plattform verpasst. Ich würde mich auch gern freuen, wenn ihr auf Insta und auf TikTok vorbeischauen würdet. Links wie immer alle unten in der Bio. So Leute, und hier haben wir noch einmal den Season-Verlauf und muss schon sagen, dass generell unser Audi-Auto ein mega Upgrade bekommen hat. Wir haben hier wirklich viele, viele schnellste Rennrunden, viele erste Plätze, zweite Plätze ein paar. Ich bin echt stolz, wie das Team vorangegangen ist. Wie gesagt, für heute soll es das mal gewesen sein und vor allem, ja, um ein bisschen den Kummer zu lindern, würde ich mich extrem freuen. Falls ihr es noch nicht habt, ein kostenloses Abo und auch sparsam die Komponenten. Ich freue mich extrem auf Saisonfinale morgen in Abu Dhabi. Da wird sich auch endlich entscheiden, wer die Konstrukteurstitel holt. Und vor allem freue ich mich natürlich auf eine neue Season und schaffen wir die im Dezember. Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst gerne einen Daumen da und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder auf TikTok oder dann hier. Und danke und ciao.